Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rex. Ja, in diesem Part werden wir jetzt das Drachengefilde hoffentlich zu 100% lösen. That means... Wir werden... Und da sehen wir auch schon die Nachtform. Der Grimkins. Da sehen sie noch hässlich aus. Aber auch gegen die Nachtformen zu kämpfen wird kein Problem sein. Denke ich mal zumindest. Okay, die können wir one-hitten. Okay, da unten ist ein Seelengefäß. Und rette dich. So, und jetzt sind wir da. Und wir sind jetzt unten gelandet. Das sollte einem nicht passieren. Aber wir haben hier einen Tagebucheintrag. Ich habe solche Angst, dass ich kaum den Stift stillhalten kann. Wir haben eine große Feier abgehalten und den Spalt geöffnet. Doch auf der anderen Seite haben bösartige Kreaturen nur darauf gewartet, uns anzugreifen. Ein Krieg ist ausgebrochen. Vater ist in den Krieg gezogen, um diese Dämonen, die sich selbst Schattengeister nennen, zu bekämpfen. Ich sah einen Geist, Yabu, wie er meine Mutter und meine Schwestern tötete. Ich muss ständig daran denken. Ich wollte diesen Yabu bekämpfen, aber die Geister haben die gesamte Energie aus dem Spaltsystem aufgesogen und sind sehr stark geworden. Vater hat mich im Landturm eingeschlossen und sagt, ich solle niemanden und nichts hineinlassen. Das war also Tagebucheintrag Nummer 2. Und jetzt müssen wir den Weg jetzt hier nochmal gehen. Wenn man hier schon den kleinsten Fehler macht. Ja. Wird man vielleicht durch den Tod bestraft. Aber die Nachtkreaturen geben aber dennoch extra Punkte. Aber wir gehen jetzt nicht weiter, sondern wir gehen erstmal hier lang. Das hier ist ein Teleporter und es portet uns hier rüber. Und wenn ich mich nicht ganz irre, dann müsste es sich hier das letzte Power-Up sich befinden. Und zwar den Schwebeanzug haben wir jetzt gerade bekommen. Ja. Damit können wir jetzt fliegen. Das bedeutet, wir sind OP.
Das heißt, wir müssen in diesem Part noch 4 Herzen erledigen. Ja, das kann eine schwere Geburt werden. Aber jetzt nicht da rechts runter, sondern wir müssen geradeaus. So. Und jetzt beginnt die Challenge. Und zwar fliegen. Ja, das war's auch schon. Ja, okay, es war... Okay, es wird noch schwieriger, das Fliegen. Ja, traut mir. Drachengewille. Ein Herz eingeschlossen im Kristall. Die ganzen Gegner können jetzt ja eh erstmal alle ignorieren. Aber das Herz da, das brauchen wir. Und zwar müssen wir jetzt hier einen geeigneten Weg suchen für unseren Felsenanzug. Aber da ich keinen Bock habe, jetzt mitten in der Nacht hier rumzulaufen, kann ich hier ja Sonne aktivieren. Ach ja, und Treibsand sollte man nicht reinlaufen. Und da ist auch schon das Feld für unseren Anzug. So, man muss hier lang, muss man hier runterspringen. Und dann gehört das Herz. Und so. So, und jetzt kommen wir zu einer Sammelmission, beziehungsweise zu den beiden Sammelmissionen. Und wir können eine neue Welt betreten. 10 Gefäße zwischen den Knochen. So heißt also unsere nächste Aufgabe. Und zum Schluss die 100 Blutscherben. Ja, und diese 7 Gefäße sind jetzt an den ganzen Knochen verteilt. Das heißt, hier ist eins. Ja. Also an alle Körperteile des Drachen sollte man denken. Da unten. Also man sollte überall suchen. Wo man nur kann. Man weiß ja nie, wozu diese ganzen Entwickler hier zu fähig waren. Aber wir haben schon mal die ersten beiden eingesammelt. Da unten beim C, das weiß ich auch noch. Aber hier oben war, glaube ich, gar keines. Nee.
glaube, die sind alle hier irgendwo verstreut. Aber nur wo? Da haben wir die Nummer 3. Hier oben ist also die Nummer 4. Dann haben wir hier unten die Nummer 5. Ich kann nicht in einen Drecksand reinlaufen. Denn sonst... Und diese Schattenkriecher besiegt man nur, indem man... Oder so. Na denn. Das heißt, wir haben jetzt alle 6 Seelengefäße. Und wo erscheint das Geisterherz? Ja, natürlich an einer sehr, sehr ungünstigen Stelle. Aber hinspringen ist ja eh kein Ding. Aber daneben springen schon. Das heißt, dass wir es im Drachengewinn nur noch die 100 Blutscherben sammeln müssen, um diese Welt abzuschließen. Ja, dann... Auf geht's. Finden. Suchen wir mal erstmal die 100 Blutscherben. Ich weiß nicht, wie es am besten ist, aber ich glaube mal, ich fange mal mit dem Boden an. Also mit den beiden Brunnen auch noch. Mit diesen 3 Brunnen. Aber ich gehe da nicht extra rein, weil es reicht schon, wenn ich hier außen rum laufe. Da ist sowieso schon genug von den ganzen Blutscherben. Okay, hier haben wir Kamera. Gehen wir erstmal nach links, denn ich glaube, ja genau, hier sind auch noch ein paar. Dann da hinten. Ja, man sollte jetzt hier ein bisschen exakt arbeiten. Aber das kriegen wir schon noch hin. So, das gute Viertel hätten wir ja schon. Okay, wir sind zu weit weg für diese Dinger. Ich glaube, da hinten war... Ja, genau, hier sind... Komm mal her. Ja, hinlocken ist die beste... Einfach diese... Einfach diese Biester einfach zu sich locken. Okay, dann geht's oben weiter. Jetzt haben wir also schon mal 39. Also es dauert nicht mehr lange, dann haben wir schon die Hälfte. Ja, die... Münzensuche bzw. Blutscherbensuche ist nervig, ich weiß, aber wir müssen das dennoch machen. Guten Flug!
Und wie ihr vielleicht noch wisst, war hier oben, beziehungsweise, aua, da hinten auch noch einige Blutscherben. Also das, da findet man nicht wenig, aber ganz schön viel. Ach, da kann ich eh wieder hoch. Also ein Drachengefilde ist schon die erste Welt, wo man schon sterben kann, wenn man sich hier nicht auskennt, natürlich. Okay, ich kümmere mich nicht mal ganz kurz. Dann müssen wir hier unten lang. Eieiei. Okay, ich habe 74. Da oben ist nichts mehr. Aha. Da kann ich auch lang. Gut zu wissen. Kann ich. Und da will ich auch lang. Nur noch 10. 9, 8, 7. Nur noch 7. Jetzt nur noch eine einzige. So, den dahinter will. Zack. Und das Geisterherz erscheinen lassen. Ja, wenn euch diese Folge von Vex gefallen hat, lasst einen Buch da, wenn nicht, dann nicht. Dann sehen wir uns in der nächsten Welt wieder. Bis dann und ciao.